Servus zusammen, hier ist euer Ivan, aka Friday von der GSPR Soft und heute gibt es wieder ein Video. Diesmal haben wir für euch die CZP09 von ASG als Lizenzmodell. Das Schöne ist, diese Airsoft gibt es in zwei Varianten. Einmal die Polymer Flat Dark Earth Variante, das heißt der Schlitten ist aus Polymer, so wie der Rest auch, außer der Außenlauf und ein paar Attachments. Aber es gibt noch eine zweite Variante und diese kommt in diesem Koffer mit Metallschlitten. Das ist der einzige Unterschied, Farbe und wie gesagt der Metallschlitten und der macht schon einiges her. Preislich befinden wir uns hier bei 129 Euro und hier 99 Euro. Das heißt, wenn ihr den Metallschlitten haben wollt, müsst ihr ein bisschen draufzahlen. Kommen wir aber nun zu ein paar technischen Daten. Die Waffe hat eine Länge von ungefähr 210 mm und beide wiegen um den 1 Kilogramm, also 1000 Gramm. Die Metallvariante ist natürlich ein bisschen schwerer, da der Metallschlitten, aber es ist nicht so deutlich spürbar. Materialien wie angesprochen, Griff aus Kunststoff, so wie hier, und der Schlitten Metall, Polymer. Der Outer Barrel ist aus Metall, genauso wie die Bauteile. Und wir haben hier eine Energie von um den einen Joule. Das haben wir aber für euch nachgekront, denn auf der schwarzen Variante steht 0,7 und auf der Flat Dark Earth steht 0,8. Aber wie gesagt, wir haben das für euch nachgeprüft und schauen mal, was dabei rauskommt. Es wird aktuell kälter, das heißt, wir haben für euch getestet, wie viel bekommt ihr zur aktuellen Jahreszeit an Kugeln mit einem Magazin raus. Und hier war das Ergebnis eher ernüchternd. Bei der schwarzen Variante waren es ungefähr 12 Schuss und bei der FDE-Variante waren es 20 Schuss. Also die könnte man im Winter noch irgendwie vertragen. Klar, mehr Polymer, wird nicht so schnell kühl. Aber wir haben es auch deutlich gespürt, die schwarze Variante wurde richtig, richtig kalt und hat schnell ihren Cooldown bekommen. Seht ihr auch alles schön bei unseren Einblendungen. Nun gut, wir haben schon angesprochen Lizenzvariante, das heißt wir haben einige Markings zu sehen. Fangen wir an, auf der linken Seite haben wir unter anderem die Typenbezeichnung CZP09, auf der rechten Seite haben wir das F im Fünfeck eingedruckt. Das CZP09 ist aber eingestanzt, also umso schöner, das F im Fünfeck weiß eingedruckt. Die Einstanzungen sehen relativ durchschnittlich aus, also nichts Außergewöhnliches. Bei Marui sieht es ein bisschen besser aus, aber auch keine Billigdinger. An der Waffe finden wir einige Riffelungen. Oben auf dem Schlitten, rutschfester Handschutz und auf dem Griff. Also eine relativ griffige Waffe und sie liegt auch gut in der Hand. Die Verarbeitung liegt auf jeden Fall in einem positiven Bereich. Nichts Schlechtes anzumerken, außer beim Kunststoff. Bei der schwarzen Variante sehen wir es nicht so deutlich wie bei der Polymer-Version. Hier haben wir einige Grade zu entdecken, vor allem auf dem Schlitten oben und hinten natürlich auch die Schweißnaht. Dafür kostet die Waffe auch nur 100 Euro und es sind nicht übertriebene Grade. Vorne sehen wir es auch nochmal. Kann man auf jeden Fall drüber hinwegsehen und sie sind auch nicht allzu deutlich und stören auch nicht. 100 Euro für diese Waffe absolut gerechtfertigt. Verarbeitung sieht gut aus. Kommen wir nun zum Zerlegen. Beide Waffen zerlegen sich identisch. Zuallererstes prüft ihr, Magazin ist draußen, alles klar, wir können loslegen. Wir führen nun den Schlitten nach hinten und drücken auf der rechten Seite den schwarzen Pin ein. Entnehmen nun auf der linken Seite den Pin und können nun den Verschluss abziehen. Das war's eigentlich, schauen wir uns nun etwas die Pistole im Inneren an. Im Inneren sieht die CZ ganz normal aus, nichts Besonderes. Aber das gefällt mir auch. Sie sieht sehr sauber aus. Es ist nichts, was irgendwie absteht oder nervt. Und wir werden natürlich auch im Schusstest sehen, was die Waffe drauf hat. Kommen wir zum Zusammensetzen. Dazu Schlitten einfach wieder auf den Griff führen. Hierzu gibt es passende Schienen. Nun ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir hier das Loch haben. Das heißt, ist der Schlitten ein bisschen nach hinten oder nicht ganz nach vorne, können wir den Pin nicht durchstecken. Das heißt, ganz normal, Pistole unberührt und können den Pin einrasten lassen. Aber wir sehen, wir haben einen kleinen Spalt. Das lösen wir ganz einfach, indem wir den Schlitten komplett zurückführen, Druck ausüben und schon ist die Pistole zusammengesetzt. Schön ist natürlich auch, falls man sich beide kaufen möchte oder irgendwoher den Schlitten bekommt,
die sind untereinander kompatibel. Das führen wir euch kurz vor. Das heißt, wir zerlegen die Geschichte wieder. Machen das gleiche noch mit der Metallversion. Hier nehmen wir das Magazinfeuer raus, sonst kommen wir nicht sehr weit. Und führen das Ganze nochmal durch. Schlitten ab. Und ich mixe jetzt einfach mal die schwarze mit der TAN-Variante. Einfach die Führungsschiene wieder benutzen, um die Geschichte zusammenzusetzen. Und wir sehen, geht auf jeden Fall. Aber wir machen es final. Wir sehen wieder die Bohrung. Setzen den Pin ein. Führen die Waffe zurück. Drücken rein. Fertig. Und ihr seht, funktioniert. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben hier eine Gasblowback. Das heißt, Schlitten bewegt sich nach jedem Schuss nach hinten und natürlich auch wieder nach vorne. Außer ihr habt verschossen, dann bleibt der Schlitten hinten, könnt ihn aber ganz einfach wieder nach vorne schnellen lassen. Gasblowback, das heißt, ihr habt natürlich auch ein Gasmagazin. Das Gasmagazin hier ist komplett aus Vollmetall und es passen 25 Schuss ins Magazin. Kommen wir zur Haptik der CZP09. Der Schlitten ist von der Breite her etwas dünner. Das heißt, wenn man ihn so greift, kann es leicht passieren, wenn man es nicht gewohnt ist, wie bei der P8 zum Beispiel, wo es ein bisschen breiter ist, dass man am Anfang vergreift und sich wundert, was los ist. Aber nach einer kurzen Zeit ist das natürlich drin und man kann ganz normal die Waffe greifen. Dafür ist die Waffe sehr griffig. Das heißt, wir haben vorne eine nötige Riffelung, hinten Riffelung zum Packen. Vorne, wer sich wundert, warum es diese Riffelung gibt, ist für gewisse Notsituationen, wenn man nur mit einer Hand nachladen kann. Ist aber heute nicht Thema, sondern das Thema ist die CZP09. Ein Unterschied, der uns auch aufgefallen ist, bei der Metallversion ist es definitiv knackiger, hört man auch. Zum Vergleich nochmal die Kunststoffvariante. Da gefällt mir das Metall deutlich besser. Aber wie wirkt sich das auf die Schussleistung aus? Wir sind damit auf den Schießstand gegangen, Distanz 20 Meter und ich wünsche euch viel Spaß mit der CZP09. Kommen wir zum Fazit. An sich gibt es an dieser Waffe nichts zu bemängeln. 20 Meter, gute Präzision, Verarbeitung auch gut. Außer eben die Wintertauglichkeit, da sollte es aber klar sein, dass einige Gaswaffen nicht mitspielen. Die Waffe ist nicht für Linkshänder bedienbar. Das heißt, Rechtshänder haben hier den Vorteil. Man kann es aber auch als Linkshänder einfach üben, machen viele, finde ich jetzt keinen wirklichen Kritikpunkt. Preis finde ich absolut im Rahmen. 100 für die Kunststoff, 130 für die Metallvariante. Absolut okay. Für die Verarbeitung, für das Schussbild ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Und was habt ihr noch? Ihr bekommt Markings für denjenigen, der darauf Wert legt. Ihr bekommt eine Airsoft, die gut funktioniert. Und zu guter Letzt habt ihr einfach das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, was einfach eine klare Kaufempfehlung ausmacht. Denn diese CZP09 hat nicht jeder. Wenn ihr euch ein bisschen abheben wollt, wenn ihr einen guten Allrounder für alle Situationen sucht, klare Kaufempfehlung. Ansonsten schaut euch weiter um, was es sonst noch gibt. Ist nicht das erste Review, was wir zu Pistolen machen. Und ich würde euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim nächsten Video. Euer Friday, haut rein. Servus zusammen, der Ivan aka Friday von GSP Airsoft und heute gibt es die erste Ausgabe der Airsoft News. Wir haben uns gedacht, es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, wenn wir euch regelmäßig Updates rund um die Airsoft-Welt präsentieren. Das heißt, von Übersee, aus dem Fernen Osten oder sonst woher sammeln wir alle News zusammen und